So. Ja, also wir haben dann hier die alten Götter, Dwayner, Balthasar, Lyssa und der Kerl, der dann gerade hier, den wir gerade gesehen haben. Diese bösartige Statue mit den Männern, die so, rettet mich und im Eis. Das ist Grenz. Und ich stelle gerade fest, dass das nur eine Beschreibung des Gottes ist und gar nicht diese Geschichte, wie sie bei den anderen Statuen war. Das finde ich auch gerade ein bisschen doof. Naja gut, ich lese mal vor, was hier so steht. Nekromanten lernen schon früh, dass der Weg zu wahrer Macht darin besteht, sich zu Füßen des Gottes von Tod und Eis zu verneigen und absolute unsterbliche Treue zu schwören. Statuen von Grenz zeigen den Gott mit dem Körper eines Mannes und dem knöchernen Schädel und der verzerrten Fratze einer Bestie. Oft befinden sich ihm zu Füßen Anhänger, die nach seinen offenen Klauenhänden greifen und lautstark nach den Kräften verlangen, die sich die unversöhnliche Gottheit unter Umständen herablässt, über seine Anhänger zu häufen. Ja, so steht das hier in dem Buch geschrieben. Und, ja, keine Ahnung, ich frage euch mal, wenn ihr wollt, ich gebe es echt eine richtig schöne Geschichte, so eine kleine, ja, es gibt so eine kleine Geschichte, die so ein bisschen halt, bisschen die Geschichte von, also ja, so eine, sag mal so, einen Ausschnitt aus dem Spiel gibt, so eine kleine Szene, sage ich mal. Und wenn ihr möchtet, dann kann ich ja hin und wieder mal so ein bisschen was vorlesen aus dem Buch. Also ich dachte, es ist wirklich sehr interessant. Also finde ich zumindest. Vielleicht ist, sagt ihr so, oh mein Gott, Geschichte. Nee. Tut mir leid, Guild Wars ist, wird später noch sehr, sehr storylastig. Muss man sagen, also finde ich auch, also das ist auch sehr gut gemacht. Also die Geschichte wird später sehr schön in Szene gesetzt. Oh, ich mache mich so heiß auf alles Mögliche, ne? Ja, später, 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 später. Das tut mir so leid. Also wenn ich Zuschauer wäre, ey, ich würde mich erwürgen wollen. Eieiei. Rurik, wir haben scharfen Scharzahn. Das reicht als Beweis. Ihr habt Askelon heute einen großen Dienst erwiesen. Ich werde die Truppen mobilisieren und nach dieser Bestie suchen lassen. Ich dachte, du hast keine Leute mehr übrig. Rurik freut sich. Ja, auch Rurik mag ich sehr. Der ist irgendwie ziemlich cool drauf. So als Prinz, dass sich hier herablässt und quasi hier mit dem Volk zusammensteht. Nicht schlecht. So, wir schauen mal Questlog. Da haben wir noch der große Umhang des kleinen Zom. Ach, guck mal, habe ich noch gar nicht abgegeben oder noch gar nicht machen lassen. Ha, ist auch toll. Ja, bringt ihn zu Alice. Also das habe ich zum Beispiel schon sogar vergessen. Können wir leider nicht und können wir leider auch nicht. Ja, ach so, ja, jetzt weiß ich auch warum, genau. Gut, also reisen wir nochmal ganz geschwind, wie der Wind, standhaft wie am Berg, zerstörerisch wie das Feuer. Ich habe die Enderbite vergessen. Eine japanische strategische Weisheit, Kriegstaktik-Weisheit. Woher ich die kenne? Ich lese Bücher. Komm zu mir, Curly. Oh, sein Schweiß ist wieder ausgebüxt. Er möchte, dass wir sie wieder fangen. Und eine rote Schwertlilie. Ja. Und eine schöne Feder. Nein. Hallo, ich heiße Allison. Schön, euch kennenzulernen. Woran denkt ihr? An den großen Umhang des kleinen Zom denken wir. Ah, das ist ein schöner Pelz. Wartet bitte hier. Gut, wir warten. Also schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr das denn gerne machen möchtet. Oder schreibt eine persönliche Mail-Message, das geht natürlich auch alles. Sagt mir dann, ey Isalon, liest doch nochmal ein bisschen was vor aus den Büchern. Kann ich gerne mal errichten. Suchen wir so ein schönes Spotlight, so eine schöne Aussicht. Und dann lese ich so ein bisschen vor. Natürlich nicht übertrieben, wir machen irgendwie keine 7 Folgen daraus, sondern halt mal so zwischendurch, so als kleiner Happen. Ne? Wir wollen das ja nicht wie in der Schule machen, wo wir dann irgendwie da echt 6 Unterrichtsstunden in da rumhocken müssen. Mag doch keiner. Wird auch einer gelangweilt. So. Also gut. Hier ist der Umhang für den kleinen Zom. Könnt ihr ihn zu ihm bringen? So. Oh mein Gott. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Vor allem, wenn man sie sprechen soll. Gut. Hallo, Riley. Ja, komm. Lass mal kurz verkaufen. Der nicht so ganz kleine Zom möchte bitte seinen ganz großen Umhang haben, der dann im Vergleich dazu gar nicht mehr so groß ist.
Rotes Schwertlinie. Ja, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben alles. Ja, die roten Schwertlinien sind eigentlich hauptsächlich so wirklich tatsächlich für unsere kleine Gwen. Zum. Na, endlich bekomme ich meinen Bärenpelzumhang. Ist er nicht schön? Ich hätte die Beste ja selbst erlegt, aber ja. Also manchmal bin ich ein bisschen ungeschickt. Wirklich. Also jedes Mal eigentlich. Wenn ich einen Bären erlege, zerhacke ich ihn so übel. Ja, ich zerhackschüttel. Der Hackfleisch hat einen Zerhacker, dass der Pelz ruiniert ist. Ist ja kein Problem. Wir kriegen dafür ja Erfahrungspunkte und eine Kampfaxt und einen Stock. Rüstung gegen körperlichen Schaden. Der Stock ist ja sowas von schlecht, wenn man sich mal unseren anguckt. Aber immer noch nur 3 bis 5 Schaden, ne? Tja. Ja, eigentlich ist diese Quest auch eigentlich dafür, dass man diesen Außenposten hier entdeckt. Dafür ist er eigentlich da. Und Herzog Baradin. Immer noch 2. Klasse oder was? Nein, der wahre König. Ich habe kürzlich von Devona gehört, dass ein Scharwaldläufer südlich des Walds gesichtet wurde. Som und ich werden das Land nach dieser Kreatur durchkämmen. In der Zwischenzeit brauche ich jemanden, der nach Voranek ins Regentental geht, um Lord Darren zu warnen. Er muss sich ebenfalls auf die Suche nach diesem Char-Unhalt machen. Aha, der wahre König. Geht von Maradins Anwesen aus nach Osten zur Seeufergrafschaft, wendet euch nach Süden in Richtung Ashford, überquert die Brücke ins Regentental, folgt von dort aus der Straße nach Voranek. Regentental, Voranek, Denten ist Voranek, hier auf der Karte sieht man das gerade ganz schön. Da unten rechts ist Voranek, da waren wir doch gar nicht. Und wir waren auch allgemein noch nicht im Regentental. Neuer Ort. Und was uns hier auch noch fehlt. Gut, Sachen verkauft. 2 Botschaften von Baradin, im Ernst? Huch, habe ich irgendwas verpasst? Warum haben wir 2 Botschaften? Und, ja. Wir wissen ja auch, uns fehlt noch... Aha, die Musik. Uns fehlt ja immer noch eine Klasse, die wir noch nicht... Ja. Huch, die wir noch nicht ausprobiert haben. Eine 2. Klasse. Da fehlt uns nämlich noch der Waldläufer. Und den finden wir zufälligerweise ebenfalls im Regentental. Wie das alles wieder aufgeht. So, Moment. Dazu die Musik. Ach ja, ich liebe diesen Ort wirklich. Tut mir leid. Ich bin nun mal ein Freund der Natur, der Ausblick und sowas alles. Ich laufe hier auch nicht blind draußen im wirklichen Leben herum, sondern ja, manchmal mache ich tatsächlich einfach mal einen Spaziergang durch den Park. Vor allem im Sommer, wir haben ja so einen kleinen Park hier bei mir quasi um die Ecke. Da hat sich die Stadt ja auch sehr viel Mühe gegeben, so mit Blumenbeeten und sowas alles. Und da einfach mal lang zu laufen, die Düfte in sich aufzunehmen, wirklich so mit allen Sinnen quasi es wahrzunehmen. Mit den Augen natürlich sich das angucken, diese farbenfrohe Vielfalt. Mit der Nase den Duft der Blumen, der Wiesen, des Windes, der Sonne zu riechen. Die Wärme der Sonne der Haut zu spüren, sie vielleicht in den Rasen zu legen oder mal so eine Blume in die Hand zu nehmen. Vogelgezwitscher zuhören. Die warme Brise, die sanft das Ohr umgarmt. Wir haben hier wieder Verschlinger, das finde ich nicht toll. Schmecken, ja gut, schmecken. Da kann man sich vielleicht ein Eis nehmen. Oder was halt einem sonst irgendwie beliebt. Schönes Eis mitnehmen, daran lecken. So an Blumen lecken.
trinken würde ich jetzt vielleicht nicht gerade empfehlen, aber ein Eis, glaube ich, würde schon hinkommen. So, wir erreichen eine kleine Lichtung. Gut, also Lichtung, ja. Und wir erreichen Meister Waldläufer Nente. Unser Waldläuferlehrer. Wow, wer hätte es gedacht? Hallo? Ja, der macht auf jeden Fall ordentlich Charme mit seinem Bogen, würde ich sagen. Holla, die Waldfee.